Ja, liebe Frau-Eis-Freunde, was passiert heute sonst noch so bei uns in der Frau-Eis? Ich habe umdisponiert. Und zwar habe ich anhand von Fachzeitschriften und Aufrufen mitbekommen, dass es viel zu wenig Bio-Urdinkel-Getreide gibt. Und darum habe ich mich entschlossen, kurzerhand, dass ich ein Feld mit Urdinkel bestellen werde. Und ich möchte euch das jetzt kurz zeigen. Hab den guten alten Spaten mitgenommen. Was sehen wir hier hinter mir? Das ist die Gründüngung, die ich eingesät habe. Den Link findet ihr hier zur Gründüngung anwalzen. Und ich möchte einfach noch kurz in den Boden schauen, wie geht es dem Boden, was hat die Gründüngung gebracht. Hat sie etwas gebracht oder nicht? Ist es rausgeschmissenes Geld gewesen oder nicht? Weil eigentlich wollte ich ja das stehen lassen über den Winter und dann im Frühling irgendeine Sommerfrucht anbauen. Jetzt aber, dass die Umstände so sind und in Anbetracht dessen, dass wir als Landwirte eigentlich, wir sollten ja das produzieren, wonach der Markt fragt oder wo die Nachfrage auch vorhanden ist, habe ich mich entschlossen, okay, fertig, umbrechen und Weizen, Urdinkel anbauen. Sie haben den Richtpreis noch um 4 Franken erhöht. Der Richtpreis ist momentan 112 oder 114 Franken, die Dezitonne. Und das ist also 114 Franken pro 100 Kilo, sage ich jetzt mal. Also dann kämen wir auf irgendwo 118 Franken pro 100 Kilo für Bio-Urdinkel. Und das ist wirklich ein stolzer Preis. Und wenn man bedenkt, dass man ja irgendwo 3,5-4 Tonnen abernten kann, das ist realistisch, auch in unserer Lage, weil der Urdinkel ist ein eher extensives Getreide ein robustes Getreide. Das bekommt das hin, das geht, das funktioniert. Also, ich will euch noch jetzt kurz meine Gründüngung zeigen. Und ich muss gestehen, es tut mir im Herzen weh, um diese Gründüngung jetzt umbrechen, weil die ist absolut sagenhaft, das gefällt mir richtig gut. Wir sehen hier der Hafer, der steht, das ist Sommerhafer, der steht herrlich, der steht wunderbar. Und was haben wir noch? Dann haben wir hier Phacelia. Da unten hat es jede Menge Klee. Es hat zum Teil etwas Wicke, es hat Gelbsenf, den ich noch reingemischt habe. Gräser, natürlich ist auch zum Teil etwas Ausfallgetreide mit dabei. Und das eine oder andere Windhalmgras wird da auch schon wieder rauskommen. Aber grundsätzlich bin ich wirklich sehr zufrieden mit dieser Gründüngung. Und jetzt wollen wir noch in den Boden reinschauen, wie es im Boden drin aussieht. Das ist für mich auch noch sehr wichtig. Wie geht es dem Boden? Wie sieht es im Boden selbst aus? Also schauen wir mal nach. Also ich habe jetzt mit dem Spaten hier eine kleine Probe weggenommen. Und es war schon nur zum Stechen schon. Es ist wie, man sieht es dem Boden auch an. Er ist wunderschön, herrlich, krümelig. Sehr schön durchwurzelt. Da hat es viel Wurzelmasse. Und wenn ich das so anschaue, das ist fast wie Kuchenteig. Das ist und wirklich schön, wie soll ich sagen, krümelig. Keine eckige Struktur. Weiter unten dann schon, auch ich sage es mal auf etwa 10 cm unten haben wir noch eine etwas eckigere Struktur. Aber der Boden ist wirklich. Und er riecht auch, er riecht wirklich sehr, sehr fein. Weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann. Also man bricht hier eine Scholle auf. Und dann riecht man das und das es ist wirklich wie Gartenerde. Riecht fast wie in der Gartenabteilung.
Das ist sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Also diese Gründüngung, die hat ihre Arbeit wirklich sehr gut gemacht. Und jetzt gehen wir noch etwas rüber, wo die Gerste stand. Hier haben wir Zottelwicke eingesät. Also ein Landsberger Gemenge ist hier eingesät. Und das Landsberger Gemenge hat Zottelwicke, Inkanatklee und italienisches Reigras beinhaltet das. Aber es ist ein Reigras, das vor allem Wurzel bildet, also wurzeldominant und nicht sprossdominant. Und ich möchte hier auch noch kurz reinschauen, wie es aussieht. Also wir haben hier, man sieht schon, diese Wurmkothaufen. Und auch hier, wenn ich den so raushebe, ja, man sieht es. Also das ist Erde par excellence. Seht euch das an. Das ist der untere Teil, der ist schon eher etwas fester. Man sieht der obere Teil, der gefräste Teil. Wunderbar. Und aber auch der untere Teil, er zerfällt, er zerbröselt. Er hat noch etwas eine eckige Struktur. Aber der oberste Teil, Wahnsinn. Also das ist wie Kuchenteig. Seht euch das an, herrlich. Und riechen. Riecht richtig fein, richtig gut. Dort hinten stand der Mais. Da gehen wir jetzt auch noch schnell hin. Ich möchte dies einfach vergleichen. Natürlich, beim Mais, da sind wir gestern mit den Maschinen durchgefahren, ist nicht ganz dasselbe. Aber beim Mais hat einfach die Naturbegrünung stattgefunden und nicht wie hier das Landsberger oder die Gründüngung, die ich eingesät habe. Bin gespannt, wie der Boden dort aussieht. Das ist derselbe Boden, genau derselbe wie hier, wo die Gerste stand. Ich bin gespannt wie eine Feder, wie sich das unterscheidet oder nicht. Also ich habe jetzt extra in der Maisreihe den Spaten reingedrückt und nicht in der Fahrspur. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nur schon den Spaten reinstechen geht viel, viel strenger. Jetzt schauen wir mal, was dort rauskommt. Jawohl. Was habe ich mir gedacht? Seht ihr hier? Alles eckig. Das sind alles eckige Strukturen hier. Verdichtet. Natürlich auch verdichtet vom letzten Jahr. Darf man nicht vergessen, wir haben hier die Drainage gemacht. Wir sind mit Bagger und schwerem Gerät und letztes Jahr mit Mähdrescher und alles zusammen, oder? Das zollt nun einfach seinen Tribut. Also man hat es gesehen, der Unterschied ist frappant. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so extrem ist. Okay, was kommt hier noch alles hin? Hier, wo die Gerste stand und wo der Mais stand, hier werde ich eine Hafer-Wintererbsen-Mischung einsäen. Winterhafer und Wintererbsen. Und das werde ich nächsten Frühling dann absilieren. Und anschließend werde ich hier Mais und ich möchte einen Teil Kartoffeln machen. Ich möchte selber Kartoffeln anbauen für unser Restaurant. Ich möchte autonom sein. Darum werde ich auch 2, 3, 4 Reihen Kartoffeln noch anbauen. Und Mais als Futtergrundlage für meine Tiere. Und wie schon gesagt, bei der Gründüngung wird dann der Urdinkel eingesät. Okay, wir fangen jetzt an mit der Fräse. Wird das Ganze umgebrochen auf etwa 3 bis 4 cm Tiefe.
Und ja, das war es soweit. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meinen Boden geben. Ich hoffe, es war auch interessant für euch. Für mich war es jedenfalls sehr interessant. Ich hoffe, euch gefällt das. Und jetzt werde ich mit dieser Maschine hier weiterarbeiten. Tschüss zusammen.